Nicht stark genug. Nehmen wir mal Zimt. Kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probiere mal den Zimtapfel. Hey, gar nicht übel. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Mama Macadamia? Macadamia-Likör. Warum nicht? Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist super. Aha. Ich glaube, jetzt müsste ich mir hier was zum Schreiben kurz herholen. Ich habe so das Gefühl, wir müssen danach noch was anfordern, was der Pater gut gebrauchen könnte. Also Macadamia gleich gut. Okay. Was ist denn noch so? Guave. Oh, das ist auch immer krass. Guave. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Und wonach das genau schmeckt, kann ich auch nicht sagen. Okay. Wie wär's denn mit Passionsfrucht? Passionsfruchtlikör? Sowas gibt's? Scheint so. Und schmeckt scheiße. Papaya? Okay, versuchen wir mal Papaya. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Okay, ich notiere mir mal Papaya. So, dann haben wir noch Lychee. Lychee-Likör, hä? Okay, her damit. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Okay, Lychee. Okay, Limone. Limette. Mit Limone. Ist irgendwie wie Limonensaft trinken. Also nicht so krass. Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Grapefruit. Ist es aber nicht. Mango-Likör. Bin neugierig. Dachte, der wäre süßer. Okay, Kokosnuss? Elaine, gib mal was von dem Kokosnusslikör. Das hier, und da gibt's keinen Zweifel, ist das Widerlichste, was ich je probiert habe. Ich notiere es mir auch mal vielleicht. So, und was... Ich hasse Kiwis. Ja, Kiwi mag ich auch nicht. Was soll's. Okay, Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. Oh, und last but not least, Guarana. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp. Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann $380. Was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich hab nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich hab nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Echt? Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal, fast immer. Okay, aber wie geht die jetzt weg? Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich muss dringend aufs Klo. Meine Blase platzt gleich. Ja gut, dann gehen wir auf die Toilette.
Ging aber schnell. Verdammt richtig. Ich hab mir nicht die Hände gewaschen, und? Ii, du Schmutzfink, du. So. Okay. Sie pudert sich gerade. So. Vielleicht lockt man sie irgendwie weg. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut. Aber nur, weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott. Hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Roger. So, okay, dann nehmen wir die Mülltüte und bringen die halt eben raus, ne? Wie die einen hinterher guckt, ey, voll creepy. So. Und dann? In die Jackentasche stecken? Nee. Die Mülltüte werfen wir jetzt dahin, oder? Alter. Hey! Heilige Scheiße, du blöder Penner! Ich hab mich fast nass gemacht! Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Oh Gott, wir sind wirklich verflucht mit diesen alten Herren hier. Neue Gasse, was? Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah ja, um eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also... Boah. Vergiss es. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche hier schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wieder zu bekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Oh Mann, der Alte redet wieder in Rätseln, aber sowas von, naja. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Meine Güte. Fass ich nicht an. Eine Bananenschale. Boah. Nee, die fass ich lieber nicht an. Mülleimer voller Müll. Was kommt wohl als nächstes? Ja, keine Ahnung. Pfütze? Und dann? In die Jackentasche stecken? Ja. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Boah. Nee, lass mal reingehen, komm.
Scheiße. Oder vielleicht hat sie es oben liegen lassen. Ja, ist jetzt oben liegen lassen. Cool. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Und hier, Scheiße, wie heißt das? Och Mann, mir ist der Name entfallen. Das ist auch voll das geile Spiel. Ach, wie cool. Da muss man Münzen reinschmeißen. Ein Kondomautomat. Ja, haben wir eine Münze. Kondome kann man immer gut gebrauchen. Safety first, ihr Lieben. So, und hier, the cake is a lie, the cake is a lie. Mir ist gerade nicht danach. Wie herrlich. Leute, liegt da eine Münze? Nicht. Ich dachte, da wäre gerade eine Münze. Tür. Die lasse ich lieber offen. Mich hat man auch eingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Urinal. Mir ist gerade nicht danach. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen wohl eh lieber den Fußboden. Ja, zumindest hat sie es sauber gemacht. Sonst. Das ist Elaines Schmink, Edwy. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat. Boah. Vielleicht tust du da rein? Ich sollte nur die wirklich starken Schmerzen. Mann! Ich habe erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung für heute. Morgen geht's weiter.